Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu euren zwei Tagesbotschaften für heute und für morgen. Das Video ist zeitunabhängig, dann wann du schaust, dann wird es für dich auch in irgendeiner Weise wichtig sein. Und du bist gut hierhin geführt worden, ja, aber es ist gut, dass du hierhin geführt wurdest, denn irgendwas sollte es dir sagen oder was heißt sollte, noch einmal gar nicht gestartet, ne? Wird es dir auf jeden Fall sagen wollen. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ihr Lieben, ich freue mich natürlich über private Buchungen. Ich freue mich auch über ein kostenloses Abo. Und ich freue mich noch mehr, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gibt. Vielen Dank dafür. Ich muss es leider immer wieder sagen. Ich weiß, es nervt mit Sicherheit auch. Aber diese 2 Sekunden, die dürft ihr mir geben. Denn es wird immer wieder vergessen. Das seht ihr auch selber. Na, weil so viele, die schauen, da müssten ja eigentlich so viele Daumen da sein oder eine Verteilung wenigstens auch mit Daumen runter. Hauptsache, ihr seid in der Interaktion, ob jetzt Daumen runter, Daumen hoch. Ich will nicht sagen, es ist wurscht, für mich ist natürlich Daumen hoch schöner, aber für YouTube ist der Daumen runter auch schon sehr wertvoller, für mich dann in meinem Bezug. Na gut, so, jetzt schauen wir uns aber die 2 Tagesbotschaft jetzt hier an und ich ziehe für uns. Die ziehe ich und diese ziehe ich. Was haben wir da Schönes? Da haben wir den Mond, da haben wir das Kind und die Sense. Und die Sense schlägt nach rechts aus und da haben wir keine Karte, sodass es die Plötzlichkeit heißt. Und nicht, wir wissen ja keine 4. Karte und deswegen wissen wir nicht, wo die Sense reinschlägt. Ja, der Mond ist ja absolute Erfolgskarte, aber der Mond ist auch natürlich unsere Seelenkarte. Es ist aber auch so die Ups and Downs-Karte. Und es kann gut sein, dass so, ja, auf einmal so alles so in uns jetzt, ich will nicht sagen aufgewühlt wird, aber vielleicht, ne, stehen auf einmal alle Haare zu Berge, weil plötzlich hier ein Neuanfang startet. Weil hier irgendwo Wachstum auch ist bei uns, ne? Bei welchem Thema, bei welcher Person etc. auch, ne? Und ja, und natürlich ist unsere Seele dann, ne, unsere Gefühle sind, gehen Achterbahn. Ne? Man hat ja immer mal Schmetterlinge im Bauch, man hatte diese Achterbahngefühle und. Das zeigt der Mond hier auch. Und das heißt aber trotzdem auch, dass es wichtig ist, diese Neuanfänge, diese Neustarts, vielleicht Veränderungen auch jetzt anzunehmen. Auch wenn sie uns überrumpeln, wenn sie uns vielleicht auch ein bisschen, ne, ja, ich sag mal, auch nicht richtig zur Ruhe kommen lassen. Ne? Weil wir haben nun mal durch den Mond, ist es halt, ne, wir werden aufgewühlt. Und wir dürfen uns mal das so und so ansehen. Wir dürfen das von der einen Seite betrachten und von der anderen Seite. Ne? Und auch gefühlsmäßig, ne? Ich sag mal so, Respekt und alles. Und wir haben, wenn unsere Gefühle halt mit uns auch durchgehen, ne? Manchmal halt auch ja, das werden wir merken, so mal hier, ihr wisst ja, ihr lieben Frauen, wisst ja auch von wegen, zu gewissen Zeiten gehen manchmal mit uns die, ja, Gefühle mal durch. Und da sind wir mal mehr emotional, mal weniger emotional, beziehungsweise auch mal, das heißt temperamentvoller, das kann ich ja mal für mich immer sagen, weil ich bin schon sehr temperamentvoll. Aber gerade, ne, in dieser Zeit, alle 4 Wochen, wie auch immer, ist es halt so, oder ist man sensibler manchmal auch. Aber es ist wichtig, das auch anzunehmen, wenn dann im Außen sich auch etwas verändern möchte, wo wir merken, da ist Wachstum, da ist ein Neubeginn und das plötzlich auch. Und wenn uns das gerade in dieser Phase uns überrascht, dann sind wir natürlich noch mal mehr für uns auch in der Pflicht, da noch mal hinzuschauen und das auch zu akzeptieren, dass es mal so ist. Ne? Der Mond ist mal Vollmond, Halbmond, Viertelmond, wie auch immer. Ne? Ich kenne mich da nicht im Detail aus, aber prädestiniert, der Neumond und Vollmond lässt ja uns mal auch nicht schlafen oder gibt uns andere Kräfte, andere Energien, halt andere Zustände, wie wir halt auch dann sind, ne, reagieren, agieren und so. Aber es ist trotzdem eine Erfolgskarte und nimmt Neubeginn, Neuanfang und alle nimmt es auch an. Nimmt es bewusst an, ne, schaut in euch hinein, was euch vielleicht Ängste bereitet, weil die Ängste kommen von woanders her, wo habt ihr Respekt vor, was dürft ihr euch nochmal ansehen. Wo kann es mal sein, dass vielleicht auch die Emotionen einfach zu stark sind, wo man auch vielleicht manchmal vielleicht auch mal nicht so fair war, ob jetzt zu sich selbst oder im Außen, das darf man auch anschauen. Ne? Und trotzdem ist es hier wichtig, mit den beiden folgenden Karten neu
Anfang, Neustart, Wachstum sozusagen auch anzunehmen. Ne? Mit Respekt, das zeigen die Karten hier definitiv, dass man hier auch Respekt haben wird, ne? Weil man halt verschiedene Gefühlssituationen durchlebt. Also wird es keine Kleinigkeit sein, wo hier ein Neustart, Neuanfang ist, der plötzlich kommt und euch vielleicht überrumpelt. Aber es ist gut, bestimmt. Alles ist gut, wenn man das mit Bedacht macht. So. Oder auch mit Bedacht auch annimmt. Jetzt gucken wir uns aber ergänzend hierzu natürlich unser Feenorakel an. So, und noch unterstützend eine Energiekarte. So, da nehme ich uns diese hier heraus. So, jetzt bin ich mal gespannt, was das Feenorakel dir sagen möchte. Gestehe dir deine wahren Gefühle ein. Ja, ja. Und es wird langweilig, wenn ich sage, ne, dass die Karten so schön miteinander wieder harmonieren. Sei ehrlich mit dir selbst. Nur du weißt, was du wirklich möchtest. Ja, gestehe deine wahren Gefühle ein. Ja, hier die Achterbahnfahrt. Selektiere, sondiere. Schau sie dir an, die Gefühle, und versuch da wirklich einen klaren Kopf auch zu bekommen, ne? Damit du halt wirklich für diesen Neustart, Neuanfang gewappnet bist, der ja wirklich plötzlich kommen möchte und dich plötzlich auch ein bisschen überfährt. Ne? Und vielleicht geht es hier wirklich um ganz viel auch Empathie für sich selbst auch, Empathie aber im Außen halt auch, ne? Verständnis auch für Wachstum und für Neubeginne, wo man halt sehr sensibel ist und sehr gefühlsmäßig auch dran geht. Sei ehrlich mit dir selbst, nur du weißt, was du wirklich möchtest. Ja, jemand anders kann dich nicht wachsen lassen. Ne? Also das ist so immer sehr schwierig. Wir sagen, ja, unser Chef, Chefin steht uns im Wege, deswegen kommen wir nicht weiter. Es ist ja sehr einfach, oder? Jetzt, wenn wir mal ehrlich sind, ist das sehr einfach gesagt. Nein. Nicht die Person kann da was für, sondern nur du selbst. Verändere was. Lerne was dazu. Oder such dir einen neuen Job. Das kriegen wahrscheinlich auch viele Atemnotdenken. Das kann ich noch nicht machen, die Sicherheit und blablabla. Ja, dann musst du dich aber für dich arrangieren. Und den Zeigefinger auf jemanden zu zeigen, ist immer sehr einfach. Ne? Wenn mein Zeigefinger auf jemanden zeigt, zeigen mindestens zwei auf einen selbst. Das wisst ihr auch, ne? Und eigentlich zeigen noch ein paar mehr auf uns dann selbst. Aber gut, brauchen wir nicht tiefer darauf einzugehen. Aber hier geht es wirklich darum, was möchtest du, ne, auch? Und was möchtest du wachsen sehen auch? Das ist ja auch, das Kind ist ja auch immer von klein nach groß, ne? Und es ist wichtig, vielleicht für den einen oder anderen wird es vielleicht auch so sein, dass man, das kommt mir gerade aus, das möchte ich auch sagen, das Kind ist ja auch prädestiniert für unser Kind, steht für ein Kind. Auch wenn du mehrere hast, vielleicht hast du mit einem Kind deine Themen, und darfst auch mal einen Schritt auf dein Kind machen. Ne? Das ist jetzt gerade, kommt mir gerade auch so, wenn du es wirklich möchtest. Und manchmal sind wir halt auch mal bockig. Ne? Und manchmal denken wir, das ist jetzt, ich sage jetzt mal, das ist jetzt das Kind muss ankommen. Nee, es muss gar nichts. Wenn ich was möchte aus dem Herzen heraus, wenn mich was belastet, dann darf ich das ansprechen. Ich darf was verändern, weil wenn ich das in mir verändere, wenn ich mir sage, okay, ich möchte da Gras drüber wachsen lassen, ich möchte das ansprechen und, dann verändere ich was im Außen, definitiv. Und hier geht es wirklich darum, auch zu sehen, was möchte ich wirklich aus der tiefsten Seele heraus, was möchte ich in den Neustart bringen und das plötzlich auch, was möchte ich? Heute darfst du auch wieder mal nachdenken über die Karten. Wo bist du vielleicht nicht ehrlich zu dir selbst, ne? Warum hast du diese Gefühlsschwankungen, wenn irgendwas wachsen soll, darf, muss? Warum ist das so? Hast du alles bedacht? Hast du alles vorbereitet? Ist es vielleicht doch nicht das Richtige? Und das lasse ich mal einfach mal so stehen. Und jetzt schauen wir uns die Energiekarte noch dazu an. Oh, liebe dich selbst. Schaut euch mal hier diese kraftvolle Mandala-Karte an. Diese Energiekraftkarte. Liebe dich selbst. Erkenne dein wahres Wesen und öffne dich der tiefen Liebe für dich selbst. Wertschätze dich in deiner Einzigartigkeit und achte darauf, dass du dir deine eigenen Bedürfnisse erfüllst. Ja,
Und ist das nicht, ja, ich weiß, ich wiederhole mich, wie die Karten so schön zusammenpassen. Aber ist das nicht so schön hier, unser Seelenleben, was wachsen möchte? Was hier ein Schmetterling werden möchte, aus dem Kokon heraus ein Schmetterling, ne? Was vom Kind, von klein nach groß und das plötzlich auch. Gesteh deine wahren Gefühle ein, liebe dich selbst, es geht hier um dich, es geht nur um dich. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und erstmal geht es nur um dich und dein Seelenfrieden ist erstmal wichtig. Und wenn du Möglichkeiten hast zu wachsen, innerlich auch oder im Außen, beides natürlich, aber im Inneren auch für dich deine Persönlichkeit nochmal anschaust, da schaust, was darf weg und was darf anders werden und, ne, verändert sich im Außen auch direkt ganz viel. Und du kriegst mehr Selbstbewusstsein. Du wirst viel stärker, wenn du da zu deinen Gefühlen stehst, zu dir stehst auch, zu dem, was du vielleicht nicht mehr möchtest, wo du raus möchtest. Oder wo es wichtig ist, mal Gefühle auch mal zu offenbaren, zu sagen auch. Ne? Und nicht immer hinterm Berg zu halten, immer sich auch klein halten. Mir kommt jetzt gerade so viel in diesem Zusammenhang, mir geht es heute so stark um dein Inneres, um deine wahren Gefühle, die jetzt wirklich auch ausbrechen möchten. Ne? Die nicht mehr unterdrückt werden wollen, nicht mehr klein gehalten werden wollen. Die möchten jetzt wachsen, die möchten jetzt größer werden. Und zu welcher Leidenschaft, zu welcher Person, zu welchem Job, zu welchem Punkt in deinem Leben du jetzt auch hingehen möchtest oder was du verändern möchtest, ob es ein Umzug ist, Auswanderung, was auch immer. Irgendwas, wo du sagst, das würde ich schon immer gerne machen, aber das verbiete ich mir, aus welchem Grund auch immer. Jetzt geht es darum, dich hier an erster Stelle zu nehmen, dich hier wertzuschätzen, dein Seelenleben wachsen zu lassen und das jetzt plötzlich heißt, dass es sowieso so kommen wird. Nimm es aber an auch, unterdrücke es nicht, es muss jetzt raus. Es wird plötzlich auch irgendeine Möglichkeit geben, um das zu realisieren. Es wird auch plötzlich ein Hinweis noch kommen. Aber deswegen ist wichtig, im Inneren bei dir wirklich da auch nochmal das alles zu sortieren auch. Ne? Ich habe vorhin gesagt, selektieren, sondieren und natürlich auch nochmal für sich da ja, zu sortieren. Das ist so das Hauptwort auch, ihr Lieben. Ich drücke euch ganz, 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 ganz feste, wünsche euch zauberhafte 2 Tage. Freue mich natürlich über den Daumen hoch, freue mich über ein kostenloses Abo. Denkt dran, unter den Videos in den Shownotes findet ihr meine E-Mail-Adresse, auch in der Kanalinfo, weil manchmal werde ich diesbezüglich auch gefragt, aber das ist überall sichtbar. Und dann schauen wir ganz, 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 ganz extrem bei euch rein und schauen in die Karten. Der eine oder andere, die eine oder andere weiß, dass ich mit den Karten auch viel Coaching bei euch mache. Ne? Also, dass ich da auch ganz viel nochmal von der Ursache her nochmal durch die Karten auch für euch sehen darf und da euch auch Hinweise mitgebe. Ne? Also, das ist das klassische Kartenlegen natürlich, das ist mal ein kleiner Exkurs, aber manche fragen danach auch klassische Kartenlegen natürlich auch, ne, wenn es um die Liebe geht und alles. Aber bei mir ist auch wichtig, dass wir schauen, wo die Ursache auch ist. Ne? Und dafür bin ich Coach und bin psychologisch mit ganz vielen Studiengängen, Ausbildungen auch geschult. Also da weiß ich schon, wovon ich dann auch spreche, wenn ich die Karten dann für euch dann aufdecke und auch ziehe im Vorfeld auch und auch mit euch. Deswegen, manchmal braucht man das halt auch. Ne? Da muss man wirklich vom Ursprung her nochmal dran, damit man auch wirklich sein Wachstum, diesen Neubeginn auch annehmen kann, auch wirklich auch tatsächlich leben soll. Und das soll jetzt bei dir hier wirklich auch Usus sein. Das steht jetzt wirklich an. Ne? Selbstliebe, Selbstbewusstsein, keine Gefühle mehr zu unterdrücken, Grenzen zu setzen, kommt alles. Na gut, ihr Lieben. So, dicken, dicken, fetten Drücker und bis zum nächsten Orakel. Tschüss!